Nachdem ich in den letzten Jahren so gut wie jede bekannte Sportuhr getestet habe, war bzw. ist die im Jahr 2022 erschienene Garmin Epix bis heute meine absolute Lieblingssportuhr. Und jetzt, knapp 1,5 Jahre nach dessen Veröffentlichung, kam dann auch die Pro-Version dieser Uhr heraus, die Garmin Epix Pro. Und da war ich natürlich sehr gespannt, welche neuen Features uns hier erwarten durften und wie viel Pro wirklich in dieser Epix Pro steckt. Gleichzeitig mit dieser Uhr kam ja übrigens auch noch die Fenix 7 Pro heraus. Dazu habe ich bereits einen Testbericht auf diesem Kanal veröffentlicht. Außerdem kommt noch ein Video, wo ich die beiden Uhren mal miteinander vergleiche. Also wenn du das und vieles mehr nicht verpassen willst, dann abonniere doch einfach jetzt schon mal schnell diesen Kanal. In diesem Video widmen wir uns jetzt aber erstmal voll und ganz der Epix Pro. Diese habe ich in den letzten Wochen wie immer auf Herz und Nieren getestet. Ich war unzählige Male mit ihr laufen, Radfahren, schwimmen, im Fitnessstudio und habe sie einfach rund um die Uhr getragen. Und in diesem Video möchte ich dir daher mal von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen, damit du für dich weißt, ob die Epix Pro die richtige Wahl für dich ist. Also ich würde sagen, lass uns direkt starten. Viel Spaß! Rein von der Optik her muss man sich bei der Epix Pro im Vergleich zum Vorgänger nicht wirklich umgewöhnen. Typisch für die Fenix und Epix Uhren ist also auch die Epix Pro wieder extrem robust und hochwertig. Je nach Modell, für das du dich entscheidest, bestehen die Lünette, die Knöpfe sowie Teile des Gehäuses aus Edelstahl oder Titan. Außerdem gibt es, wie wir es auch schon von der normalen Epix kennen, noch eine Saphir-Version, bei dem eben extrem bruch- und kratzfestes Saphirglas verbaut ist. Bei der Standardversion kommt hingegen Gorillaglas zum Einsatz. Du kannst also weiterhin zwischen einer Standard- und einer Saphir-Version wählen. Neu ist allerdings, dass es die Epix Pro nun auch in drei verschiedenen Größen gibt. Während es die normale Epix nur in der 47mm Version gab, gibt es die Epix Pro jetzt auch in der 42mm oder 51mm Version, was dann vor allem Menschen mit kleineren oder größeren Handgelenken sehr freuen dürfte. Ich selber habe das Ganze jetzt zum Beispiel einfach auch mal ausgenutzt und direkt die größere Version gewählt, also die 51mm Version der Epix Pro. Das nicht wirklich aus optischen Gründen, sondern einfach, weil eine größere Uhr natürlich auch mehr Platz für einen größeren Akku bietet, wodurch die Akkulaufzeit dann nochmal erhöht wird. Zum Thema Akkulaufzeit kommen wir gleich aber auch nochmal ausführlicher zu sprechen. Rein von den Maßen her ist die Uhr ansonsten absolut baugleich mit der vorherigen Epix. Die 47mm Version ist 14,5 mm dick, das war vorher genauso, und die 42mm Version ist etwas dünner mit 14,1 mm, die 51mm Version ist mit 14,9 mm nochmal etwas dicker. Gewichtstechnisch liegen wir dann je nach Größe und Modell zwischen 58 und 88 Gramm. Die Uhr ist also auf jeden Fall deutlich schwerer als zum Beispiel die Forerunner oder Venue Uhren von Garmin, das sollte dir bewusst sein. Sie ist jetzt auch nicht gerade zierlich, also sie ist schon ein ganz schöner Brecher, die man durchaus am Handgelenk merkt. Vor allem natürlich jetzt in der 51mm Version, für die ich mich entschieden habe. Hier siehst du jetzt zum Beispiel mal den direkten Vergleich zur Garmin Forerunner 965, die ich ebenfalls vor kurzem getestet habe. Diese Uhr legt viel Wert auf eine leichte und schlanke Bauweise, während der Fokus bei der Epix Pro eher auf der Robustheit, Hochwertigkeit und Langlebigkeit liegt. Was die drei Größen angeht, hier hat Garmin es bei vorherigen Modellen oftmals so gemacht, dass es einige Funktionen und Eigenschaften gab, die nur der größeren Version vorenthalten waren. Das war bei der Fenix 7 zum Beispiel die LED-Taschenlampe, das Multiband-GPS und die 32 GB Speicherplatz. Das war bereits mit der Fenix 7 Pro nicht mehr so und auch bei der Epix Pro ist das nicht so. Alle drei Größen sind also funktional identisch, du musst dich bei den kleineren Versionen nicht einschränken, nur die Akkulaufzeit variiert natürlich logischerweise. Ansonsten die Taschenlampe, die ist übrigens neu bei der Epix Pro, die war bei der Epix noch nicht mit an Bord. Dieses Feature hat sich im letzten Jahr bei mir und wahrscheinlich bei vielen anderen auch den Ruf von lächerlich und unnötig bis hin zu fast unverzichtbar erarbeitet. Denn wirklich, ich hätte nie gedacht, dass ich die Taschenlampe mal so oft verwenden würde. Sie gehört bei mir mittlerweile wirklich zum Alltag. Es ist einfach super einfach, die Taschenlampe mit einem einfachen Doppelklick zu aktivieren. Außerdem hat man noch beide Hände frei, was der Vorteil gegenüber einer Smartphone-Taschenlampe ist. Also ich nutze sie wirklich regelmäßig und habe mich daher über dieses Update bei der Epix Pro sehr gefreut. Dann können wir uns auch noch das Display anschauen. Dieses ist je nach Größe 1,2, 1,3 oder 1,4 Zoll groß und hat eine Auflösung von 390x390, 416x416 oder 454x454 Pixeln. Letztere gilt natürlich für die größere 51mm Version und diese Auflösung ist gleichzeitig mit der eben schon angesprochenen Forerunner 965 die beste Auflösung, die Garmin bei einer Sportuhr verbaut hat. Das Display der Epix Pro ist generell gestochen scharf und super ansprechend. Das liegt auch vor allem daran, dass ein AMOLED-Display verbaut ist, was der größte Unterschied zur Fenix 7 Pro ist, die ja weiterhin ein transfektives MIP-Display verbaut hat. AMOLED-Displays sind, wie wir hier sehen können, deutlich heller, kontrastreicher und farbenfroher, vor allem in Innenräumen bzw. auch dunkleren Umgebungen.
MIP-Displays wie bei der Fenix 7 Pro sind dagegen besonders in der Sonne sehr gut ablesbar. AMOLED-Displays haben hier lange Jahre sehr stark gespiegelt bzw. waren sogar gar nicht richtig ablesbar, weshalb ihnen bis heute noch ein sehr schlechter Ruf nacheilt. Aber AMOLED-Displays haben sich hier wirklich stark gebessert und sind mittlerweile eigentlich in allen Umgebungen sehr gut ablesbar. Und generell sind AMOLED-Displays, wie gesagt, einfach deutlich schöner und ansprechender als MIP-Displays, weshalb ich persönlich im letzten Jahr auch schon die Epics der Fenix 7 vorgezogen habe und das gilt jetzt auch für die jeweiligen Pro-Versionen. Was das Display angeht, gibt es als Neuerung jetzt übrigens auch noch den Redshift-Modus. Dabei wird alles auf dem Display nur noch in Rot und Schwarz dargestellt, was vor allem für die Nutzung bei Nacht gedacht ist, um die Augen zu schonen. Also ein ganz nettes Feature. Ich persönlich nutze das jetzt nicht wirklich oft, aber einige wird das sicherlich freuen. Ähnlich wie bei der Optik und Bauweise hat sich auch in Sachen Akkulaufzeit eigentlich nichts getan im Vergleich zur Nicht-Pro-Version. Aber wie gesagt, eigentlich. Denn es gibt ja jetzt drei verschiedene Größen, wodurch auch drei verschieden große Akkus verbaut werden können. Die mittelgroße Version der Epix Pro hat da ja die gleichen Laufzeiten wie die Epix, aber die kleinere Version hat etwas kürzere Laufzeiten, die größere Version hingegen hat auch etwas bessere Laufzeiten. Tatsächlich sprechen wir sogar von sehr starken Unterschieden. Die kleinere Version hält im Smartwatch-Modus, also bei normaler Nutzung, laut Garmin bis zu 10 Tage, die mittelgroße Version wie gehabt bis zu 16 Tage und die große Version, aufgepasst, die hält bis zu 31 Tage im Smartwatch-Modus. Damit stößt Garmin im Bereich der Sportuhren mit AMOLED-Display wirklich in ganz neue Sphären vor, denn die Akkulaufzeit war bei Uhren mit dieser Display-Technologie lange Zeit der größte Haken. Also Uhren wie die Apple Watch oder Samsung Galaxy Watch, die auch mit AMOLED-Display kommen, halten unter anderem ja auch nur 1-2 Tage durch. 31 Tage sind da wirklich eine komplett neue Dimension. Ich selber komme jetzt zwar nicht ganz auf diese 31 Tage, weil ich die Uhren ja auch in meiner Testphase sehr intensiv nutze und eigentlich jeden Tag mindestens eine Trainingseinheit aufzeichne, aber bis zu 20 Tage sind bei mir auf jeden Fall locker drin und das ist wirklich absolut beeindruckend. Im Trainingsmodus hält die Uhr dann je nach Größe zwischen 28 und 82 Stunden, bei Nutzung des hochpräzisen Multiband-GPS sind es zwischen 13 und 38 Stunden. Über das Multiband und dessen Genauigkeit kommen wir aber im Laufe dieses Videos auch nochmal zu sprechen. Außerdem gibt es wie für die Fenix und Epix Uhren üblich auch noch verschiedene Akkusparmodi, zum Beispiel den maximalen GPS-Modus oder auch den Expeditionsmodus, bei dem bei der größeren 51mm Version sogar eine Trainingsaufzeichnung von bis zu 27 Tagen möglich ist, also eine durchgängige Trainingsaufzeichnung über fast einen ganzen Monat hinweg. Dabei wird dann zum Beispiel die GPS-Aufzeichnungsrate verringert und ein paar andere Funktionen werden abgeschaltet, also die Aufzeichnung ist dann nicht mehr ganz so detailliert wie normalerweise. Aber wenn du eben auf mehrwöchigen Expeditionen unterwegs bist, kannst du dich auch in diesen Fällen auf die Epix Pro verlassen. Optik, Bauweise und Akkulaufzeit. In diesen drei Punkten gibt es ja jetzt noch nicht wirklich viel Neues im Vergleich zu normalen Epix. Wie also rechtfertigt sich das Pro im Namen der Epix Pro? Schauen wir jetzt mal auf die Sport-, Fitness- und Trainingsfunktionen. Hier kann ich jetzt wirklich nicht über alle Funktionen sprechen, denn das würde den Rahmen dieses Videos wirklich sprengen. Hier kannst du dich aber im Prinzip auf die volle Funktionsvielfalt von Garmin freuen. Wenn du bereits mein Video zur Fenix 7 Pro gesehen hast, dann wird dir jetzt sehr vieles hiervon sehr bekannt vorkommen, denn die Epix Pro und die Fenix 7 Pro sind rein funktional eigentlich so gut wie identisch. Im Trainingsmodus haben wir neben Laufen, Radfahren, Schwimmen, Multisport- und Triathlon-Modi, Kraftsport und Yoga auch noch unzählige weitere Optionen. Neu im Vergleich zur Nicht-Pro-Epic sind da vor allem so beliebte Teamsportarten wie Fußball, Volleyball, Basketball, American Football, Baseball und viele mehr. Die gab es vorher nämlich tatsächlich alle nicht, denn Garmin hat eigentlich immer nur dann einen neuen Trainingsmodus herausgebracht, wenn es dazu spezielle Metriken gab. Alles andere fiel dann einfach in den Modus Sonstige. Nun gibt es eben all diese Teamsportarten als spezielle Modi, nicht etwa weil es dazu jetzt ganz spezielle Metriken gibt, sondern einfach damit man das Ganze jetzt für sich persönlich besser kategorisieren und ordnen kann. Wenn du dann ein Training aufzeichnen möchtest, dann kannst du dazu zahlreiche Statistiken aufzeichnen lassen. Hier hast du wirklich Zugriff auf Garmins volle Bandbreite an Trainingsfunktionen. Das fängt bei so Klassikern wie der Distanz, Geschwindigkeit und Rundenzeit an und geht dann bis hin zu so fortgeschrittenen Metriken wie der Bodenkontaktzeit, dem vertikalen Verhältnis, der Laufleistung und vielem mehr. Für all diese fortgeschrittenen Daten waren vorher noch externe Sensoren wie zum Beispiel der HRM Pro Brustgurt oder der Running Dynamics Port notwendig. Nun kann die Epix Pro all diese Metriken von alleine messen. All diese Daten geben dir dann einen guten Eindruck von deiner persönlichen Laufeffizienz und helfen dir, das Maximum aus deinen Workouts herauszuholen. Sowohl während des Trainings als auch in der Analyse danach hast du hier wirklich ein ganzes Sammelsurium an Statistiken zur Hand,
Also wenn du so wie ich ein Datenfreak bist, dann kannst du dich hier wirklich austoben. Auch interessant sind dabei zum Beispiel die Live-Stamina-Daten. Dabei werden dir während deiner Trainingseinheiten deine kurzfristigen und langfristigen Energiereserven angezeigt. Wir kennen das Ganze ja zum Beispiel von Garmins Body Battery. Nur die Live-Stamina-Daten gelten jetzt eben für die Workouts. Deine kurzfristige Energie kann dabei, wie der Name schon sagt, kurzfristig nach unten gehen, erholt sich aber auch schnell wieder, wenn du jetzt zum Beispiel Intervalle absolvierst. Deine langfristige Energie geht dagegen während des Workouts eigentlich kontinuierlich nach unten. Das hilft dir dann eben dabei, deine verbleibenden Energiereserven während eines Workouts besser einzuschätzen. Mir persönlich hilft das auch wirklich sehr, vor allem eben, wenn man Intervallläufe absolviert, wo dann eben die kurzfristige Energie schnell nach unten geht, sich dann aber auch wieder erholt, die langfristige aber eben kontinuierlich nach unten geht. Welche Daten und Statistiken dir während des Trainings dann genau angezeigt werden, das kannst du natürlich frei, wie du willst, entscheiden. Dabei kannst du bis zu 8 Datenfelder auf einen Bildschirm packen und natürlich verschiedene Bildschirme zusammenstellen. Da gibt es nun auch ganz neue Seiten-Layouts zur Auswahl. Du kannst nämlich nun auch Trainingsstatistiken zusammen mit einer Karte anzeigen lassen. Vorher war es ja so, dass du auch eine Karte hattest, aber auf dieser Karte konntest du dann eben keine Trainingsstatistiken mehr ablesen. Nun kannst du eben auf der Karte selber noch verschiedene Datenfelder anzeigen lassen, zum Beispiel so oder in einem Splitscreen oder, was meine Lieblingsoption ist, in so einem schwarzen Ring um die Karte herum. Hier kannst du dann auch nochmal bis zu 6 Datenfelder dir anzeigen lassen. Das ist wirklich ein sehr sinnvolles Update und vor allem, wenn ich mal in Outdoor-Regionen unterwegs bin, ist das eigentlich auch die Trainingsseite, auf die ich standardmäßig schaue, denn hier kann ich nicht nur auf die Karte gucken und somit immer wissen, wo ich bin, sondern ich habe auch noch 6 Datenfelder, die ich mir gleichzeitig anzeigen lassen kann. Nach dem Training siehst du in der App dann nochmal alle weiteren Daten, Graphen und Auswertungen, unter anderem auch noch den Trainingseffekt. Dieser ist dann nochmal aufgeteilt auf den aeroben Trainingseffekt, also den Effekt auf deine Ausdauer, und den anaeroben Trainingseffekt, also den Effekt auf deine maximale Leistungsfähigkeit. Außerdem wird dir auch noch eine vorgeschlagene Erholungszeit angegeben. Und auch die fortgeschrittenen Funktionen Pace Pro zum besseren Planen einer Strecke und Climb Pro zum Planen von Bergetappen sind hier natürlich wieder mit am Start. Außerdem, wie für eine Garmin-Uhr üblich, kannst du natürlich auch hier wieder den Garmin-Coach nutzen. Dabei kannst du dir verschiedene Lauf- oder Radfahrpläne erstellen lassen. Du kannst deine gewünschten Trainingsziele, deinen Fitnesszustand und deine gewünschten Trainingstage angeben und dann werden dir verschiedene Pläne von verschiedenen Trainern angezeigt, die du dann starten kannst. Und im Kalender-Widget auf der Uhr werden dir dann einfach die bevorstehenden Trainingseinheiten angezeigt. Ansonsten, auch wenn du den Garmin-Coach jetzt nicht nutzt, werden dir trotzdem jeden Tag Trainingsvorschläge mit an die Hand gegeben. Und auch das Wettkampf-Widget ist wieder mit von der Partie. Dabei kannst du über die App bestimmte Wettkämpfe einstellen, also zum Beispiel einen bevorstehenden Halbmarathon. Dazu kannst du dann noch den Ort, die Zeit, die Distanz und die genaue Strecke angeben und außerdem kannst du für diesen Wettkampf ein spezielles Ziel festlegen. Auf der Uhr gibt es dann passend dazu das Wettkampf-Widget. Dort erscheint dann ein Countdown zu diesem bevorstehenden Event, genauso wie zum Beispiel die Wetterprognose für genau diesen Tag. Weiter unten siehst du dann auch noch Garmins Laufprognose für dieses Event, also für genau die Distanz, die du hier eben zurücklegen musst. Außerdem werden dann passend zu diesem bevorstehenden Wettkampf auch die täglichen Trainingsvorschläge angepasst. Du siehst also, wie du jetzt optimalerweise im Hinblick auf dieses Event trainieren solltest. Abseits des eigentlichen Trainingsmodus hast du dann auch noch verschiedene Widgets, die dir helfen, deinen generellen Fitness- und Gesundheitszustand im Alltag besser einzuschätzen. Da hast du zum Beispiel Garmins klassische Body Battery, die Herzfrequenzvariabilität inklusive des HFV-Status, die Schritte, Kalorien, den Blutsauerstoffwert und vieles, vieles mehr. Außerdem ist natürlich wie immer auch hier eine Schlafanalyse mit dabei. Hier siehst du dann deine Schlafdauer, deine Schlafenszeiten, den Schlafscore sowie die Qualität, sowie auch die Aufteilung auf die verschiedenen Schlafphasen. In einem weiteren Widget siehst du deinen VO2max-Wert, deine Laktatschwelle sowie Prognosen für die 5 km, 10 km, Halbmarathon und Marathonstrecke. Im Widget Trainingszustand siehst du verschiedene Faktoren, die sich auf eben diesen auswirken, zum Beispiel die akute Belastung. Hier siehst du einen grünen Bereich und dann siehst du noch, ob du jetzt tendenziell übertrainiert hast oder zum Beispiel zu wenig trainiert hast oder ob deine Belastung eben im optimalen grünen Bereich lag. Das siehst du dann auch nochmal aufgeteilt auf die aerobe und anaerobe Belastung und insgesamt geben dir all diese Faktoren einen guten Einblick in deinen Trainingszustand. Im Widget Trainingsbereitschaft hingegen siehst du dann im Prinzip eine Kombination aus deinem Trainingszustand und deinen Erholungsdaten. Also hier siehst du dann, wie bereit du für dein nächstes intensives Workout bist. Also da geht es dann um die Frage, wie intensiv hast du trainiert und wie gut hast du dich im Gegenzug erholt.
Das wiederum führt dann eben zu deiner Trainingsbereitschaft. Und als wäre das nicht alles schon genug, gibt es da jetzt auch noch zwei ganz neue Widgets. Zum einen wäre da der Ausdauerwert. Das ist im Prinzip ähnlich wie der VO2max-Wert, diesen gab es aber vorher eigentlich nur so wirklich für Läufer und Radfahrer. Andere Sportler hatten da jetzt nicht wirklich Einblick in ihren Fitnesszustand und da soll jetzt eben der neue Ausdauerwert helfen. Dieser gilt nämlich universell für alle Sportler. Hier wird dir dann eben ein spezieller Ausdauerwert angegeben und dabei gibt es verschiedene Einstufungen für verschiedene Altersklassen und Geschlechter, die du hier in dieser Tabelle einsehen kannst. Dazu werden dann auch noch Empfehlungen zum Verbessern dieses Ausdauerwerts angegeben und du siehst die Sportarten, die bei dir hauptsächlich zu diesem Wert beitragen. Das zweite neue Widget im Bunde ist der sogenannte Hill Score. Das ist ebenfalls ein Wert zwischen 0 und 100, der dir in diesem Fall angibt, wie fit du für Bergetappen oder Bergläufe bist. Du kannst nämlich natürlich theoretisch eine gute Ausdauer haben, aber einfach nicht so fit oder erfahren mit den Bergläufen, also dem Uphill-Laufen sein. Dafür ist nun eben der neue Hill Score da. Der wird dann wiederum nochmal aufgeteilt auf die Ausdauer am Berg, also im Prinzip wie lange du bergauf laufen kannst, und die Kraft am Berg, das steht dann dafür, wie schnell du bergauf laufen kannst. Außerdem siehst du dann auch in diesem Widget wieder deinen VO2max-Wert. Also unterm Strich, wie gesagt, ich kann jetzt hier wirklich nicht über alle Sport- und Trainingsfunktionen der Apex Pro sprechen, aber unterm Strich ist wie auch schon bei der Phoenix 7 Pro hier wieder mal alles mit dabei, was das Herz eines Sportlers höher schlagen lassen könnte. Bahnbrechend viele neue Funktionen gibt es im Vergleich zur Nicht-Pro-Version jetzt allerdings nicht und die wenigen neuen Funktionen, die es gibt, wie zum Beispiel die neuen Datenseiten, dem Hillscore oder dem Ausdauerwert, die kommen über ein Update auch auf die klassische Apex. Ähnlich wie bei den Sport- und Trainingsfunktionen gibt es auch bei den Outdoor- und Navigationsfunktionen kaum Unterschiede zwischen der Apex Pro und der Phoenix 7 Pro, also auch hier kannst du dich über eine unglaubliche Funktionsvielfalt freuen. Die Apex Pro ist also wieder einmal ein richtiges kleines Navigationssystem und bietet komplette topografische Karten mit sämtlichen Details, Straßennamen, Points of Interests und so weiter. Also du hast hier nicht diese schlichte Brotkrümel-Navigation, die wir auch von einigen Sportuhren kennen, sondern wirklich ein richtiges Navigationssystem. Mithilfe des Touch-Displays kann man sich hier auch wunderbar auf der Karte bewegen und orientieren und aufgrund der hohen Auflösung des AMOLED-Displays siehst du hier auch sehr viele Details auf der Karte. Im Vergleich zur Phoenix 7 Pro mit MLP-Display ist die Karte da ja hier jetzt auch besser ablesbar und bietet nochmal etwas mehr Details und Informationen. Was die Navigation angeht, gibt es auch hier wieder die altbekannte Up-Ahead-Funktion. Dabei kannst du für deine Strecken bestimmte Wegpunkte festlegen, also zum Beispiel Tankstellen, Restaurants oder was auch immer. Die Uhr zeigt dir während der Navigation dann an, welche Wegpunkte als nächstes folgen und wie weit es noch jeweils bis zu diesen Punkten ist. Ansonsten gibt es natürlich auch wieder so klassische Navigationsfunktionen wie die Back-to-Start-Funktion oder das Roundtrip-Routing, bei dem du eine bestimmte Distanz angeben kannst und die Uhr dir dann verschiedene Strecken in deiner Umgebung vorschlägt. Ein ganz neues Outdoor-Feature sind dann auch noch die Wetter-Overlays. Im Wetter-Widget siehst du natürlich weiterhin so klassische Daten wie die stündliche und tägliche Temperatur, den UV-Index, die Luftfeuchtigkeit und so weiter. Dazu kannst du dir jetzt aber auch spezielle Wetterkarten anzeigen lassen. Du kannst dir also im Prinzip ein Overlay über die Karte legen lassen. Hier hast du dann die Auswahl zwischen der Temperatur, der Wolkendecke, dem Niederschlag und dem Wind. Für all das kannst du dann eben sehen, wie sie sich in den nächsten Stunden entwickeln und über die Karte ziehen. Du kannst also zum Beispiel die Wolkendecke sehen, wie diese in den nächsten Stunden über die Karte zieht, wie bei einem Regenradar. Das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll und nützlich und hilft dabei, das Wetter nochmal besser einschätzen zu können. Etwas schade ist allerdings, dass du dieses Feature nicht im eigentlichen Trainingsmodus nutzen kannst, wo man es ja bevorzugt eigentlich nutzen würde. Also wenn du jetzt zum Beispiel im Outdoor-Bereich wandern bist, dann möchtest du ja vielleicht mal gerne sehen, wie sich das Wetter in den nächsten Stunden entwickelt. Das kannst du allerdings nicht im Trainingsmodus. Du kannst es eben nur im Wetter-Widget. Über Umwege geht das Ganze allerdings doch, denn was jetzt auch neu ist, du kannst den unteren rechten Knopf bei der Uhr gedrückt halten und dabei springst du zu den zuletzt genutzten Features der Uhr, also wie bei einer Taskleiste, und dann kannst du eben, wenn du jetzt, bevor du das Training gestartet hast, noch ins Wetter-Widget gegangen bist, zum Wetter-Widget zurückspringen und dort dann eben doch die Overlays einsehen. Dann müsstest du zurückgehen und wärst dann wieder im Trainingsmodus, also über diesen Umweg geht das Ganze zwar schon. Im eigentlichen Trainingsmodus geht es aber nicht, also da sollte Garmin nochmal am Update arbeiten. Generell sind diese Wetter-Overlays aber wie gesagt wieder sehr nützlich und sinnvoll und die Outdoor- und Navigationsfunktionen sind natürlich bei der Apex Pro wie gewohnt über jeden Zweifel erhaben. Die Phoenix 7 Pro und die Apex Pro sind die beiden ersten Garmin-Uhren mit dem Elevate-Sensor der fünften Generation. Das ist der Pulssensor, der hier hinten am Gehäuse verbaut ist.
Während eigentlich alle Garmin-Uhren, die in den letzten Jahren so herausgekommen sind und zum Beispiel auch die Fauna 965, die eigentlich auch vor kurzem jetzt erst erschienen ist, den Innovate-Sensor der vierten Generation verbaut hatten, war nun eben erstmals die fünfte Generation im Einsatz. Wie wir hier jetzt schon sehen, sind bei diesem Sensor jetzt mehr LED-Lichter verbaut und diese sind auch etwas anders angebaut. In der Theorie soll das eben zu genaueren Ergebnissen führen, bei der Fenix 7 Pro habe ich aber nicht wirklich genauere Ergebnisse gesehen. Vor allem beim Krafttraining war dieser Sensor meinen Erfahrungen zufolge zwar manchmal genau, oftmals aber auch leider nicht, sodass man sich nicht wirklich auf die Ergebnisse verlassen konnte. Da es sich jetzt hier bei der Apex Pro wie gesagt um den gleichen Sensor wie bei der Fenix 7 Pro handelt, sollte man eigentlich mit den gleichen oder zumindest ähnlichen Ergebnissen rechnen können. Aber ist das auch wirklich so oder konnte ich mit der Apex Pro vielleicht sogar bessere Ergebnisse erzielen? Hier siehst du eine meiner Laufeinheiten im direkten Vergleich zum Garmin HRM Pro Brustgurt, den ich gleichzeitig getragen habe. Die Daten der Apex Pro sind hier in Rot eingetragen, die des Brustgurts in Blau und wie wir sehen, sind beide Kurven wirklich nahezu identisch. Hier am Anfang hat die Uhr ein paar Sekunden wirklich nicht lange gebraucht, um den schnellen Pulsanstieg zu erkennen, pendelt sich dann aber perfekt auf der gleichen Höhe wie der Brustgurt ein und danach ist die Aufzeichnung wirklich tadellos. Der Durchschnittspuls ist laut Uhr 179,20 und laut Brustgurt 178,81. Die Werte liegen also nicht mal mehr einen halben Schlag pro Minute auseinander, das ist also echt ein perfektes Ergebnis. Dann wollte ich die Schwierigkeit aber etwas erhöhen. Das hier war ja ein Dauerlauf, ich habe das Ganze aber auch in einigen meiner Intervallläufe getestet, wo mein Puls dann eben nicht mehr so gleichbleibend ist, sondern immer wieder hoch und runter schießt. Hier sehen wir im Prinzip das, was wir gerade auch schon gesehen haben, nämlich dass die rote Kurve der Apex Pro bei steilen Pulsanstiegen etwas nach rechts verschoben ist. Die Uhr braucht also im Prinzip ein paar Sekunden, um schnelle Veränderungen der Herzfrequenz zu registrieren, stimmt aber vom Verlauf her perfekt mit dem Brustgurt überein. Und letzten Endes wollen wir diese Daten ja zur Analyse nutzen und da spielt das auch keine Rolle, also hierfür ist dieses Ergebnis absolut perfekt. Die Kurve stimmt nämlich sehr gut mit dem Brustgurt überein und die durchschnittliche Herzfrequenz weicht nur um 0,29 Schläge pro Minute ab. Bei einem weiteren meiner Intervallläufe war es genauso, die Abweichung beim Durchschnitt war hier sogar nur 0,15 Schläge pro Minute, also tatsächlich nur unglaubliche 0,09%, also besser geht es nicht. Dann jetzt aber zum wirklich interessanten Part, nämlich dem Krafttraining und auch hier wurde ich leider wieder mal enttäuscht. Ähnlich wie ich es schon bei der Fenix 7 Pro gesagt habe, es gibt immer mal wieder Phasen, da ist die Aufzeichnung durchaus genau, aber es gibt halt auch immer wieder Phasen, da liegt der Puls laut Uhr so 40, 50 Schläge neben dem des Brustgurts. Ich habe das Ganze natürlich bei vielen verschiedenen Einheiten getestet und habe hier immer die gleichen, wenig zufriedenstellenden Erfahrungen gemacht. Generell können diese Ungenauigkeiten ja eigentlich nicht daran liegen, dass mein Puls schnell steigt und fällt. Denn die Intervallläufe wurden ja sehr genau aufgezeichnet. Es liegt vielmehr wahrscheinlich daran, dass mein Handgelenk sich sehr viel bewegt und vor allem beim Krafttraining natürlich auch viele Griffbewegungen mit dabei sind, die zu Verschiebungen der Uhr am Handgelenk führen. Leider hat auch der neue Sensor der Apex Pro hier meinen Erfahrungen zufolge noch keine wirkliche Lösung gefunden. Dass es auch besser geht, zeigt zum Beispiel die Apple Watch. Diese war bei mir persönlich nämlich auch bei solchen schwierigen Sportarten sehr genau. Der neue, so vielversprechende Pulssensor der Apex Pro ist also meinen Erfahrungen zufolge, das muss man leider so deutlich sagen, kein wirkliches Update im Vergleich zur Garmin Apex. Genauigkeit ist dann aber nicht nur in Sachen Pulsmessung wichtig, sondern auch was das GPS angeht. Denn auch das GPS gilt als Ausgangspunkt für viele weitere Statistiken, wie zum Beispiel der Geschwindigkeit oder der Distanz. Also wenn das GPS ungenau ist, sind auch viele weitere Statistiken ungenau. Bei der Apex Pro ist natürlich auch wieder Multiband-GPS mit dabei. Multiband-GPS ist ganz einfach so die genaueste GPS-Technologie, die bei einer Sportuhr aktuell verbaut sein kann. Dass das genauer als das klassische GPS ist, das habe ich ja auch bereits in vielen vorherigen Tests bewiesen. Die Apex Pro hat den gleichen GPS-Chip verbaut wie auch die normale Apex, dennoch wollte ich natürlich auch hier wieder in der Praxis testen, wie genau die Aufzeichnung ist. Hierfür war ich wie immer mit der Uhr im Wald und bin dort auf engen Waldwegen den exakt gleichen Weg hin und zurück gelaufen. Dabei laufe ich sogar auf diesen engen Wegen noch immer auf der gleichen Seite und wechsle beim Umkehren auch meinen Arm, damit die Uhren dann jeweils auf der gleichen Seite liegen. Die getrackten Hin- und Rückwege sollten also eigentlich genau übereinander liegen. Hier sehen wir jetzt den Track der Apex Pro und dieser ist wirklich sehr genau. Beide Wege liegen hier sehr gut übereinander, 100% perfekt kann es natürlich sowieso nie sein, weil ich ja letzten Endes auch nicht den haargleich genauen Weg laufe. Zur Einordnung siehst du hier nochmal das Ergebnis der Polar Ignite 3, die ebenfalls Multiband hat.
Diese Uhr habe ich ebenfalls vor kurzem getestet und dafür den gleichen Test durchgeführt. Und wie du siehst, ist das Ergebnis hier trotz Multiband deutlich schlechter. Hin- und Rückweg liegen hier teilweise ein gutes Stück auseinander. Die Apex Pro ist in dieser Hinsicht also wirklich sehr genau. Fairerweise muss man allerdings dazu auch sagen, dass auch die normale Apex hier schon sehr genau war. In Sachen Multiband ist es auf jeden Fall so, dass dieses in schwierigen Umgebungen schon zu besseren Ergebnissen führt, aber in den allermeisten Fällen merkt man das auch gar nicht. Vor allem im Stadtgebiet oder wenn man jetzt nicht so wie ich mitten im Wald unterwegs ist, dann tut es auch das normale GPS. Als gute Kompromisslösung würde ich dir daher zur Nutzung des Auto-Select-Modus raten. Dieser Modus wechselt nämlich automatisch zwischen den verschiedenen GPS-Einstellungen, je nachdem in welcher Umgebung du unterwegs bist. Im Wald wird also zum Beispiel das Multiband aktiviert, in der Stadt reicht dann auch das GPS aus. Dadurch wird eben die Genauigkeit in schwierigen Umgebungen erhöht, aber in nicht so schwierigen Umgebungen wird gleichzeitig der Akku geschont. Das ist also eine sehr gute Kompromisslösung. Also gut, wie lautet nun mein Fazit zur neuen Garmin Apex Pro? Zweifelsohne ist diese Uhr eine absolute Premium-Sportuhr mit einer extremen Robustheit, einer sehr hohen Funktionsvielfalt und einer für diese Display-Technologie unfassbaren Akkulaufzeit. Was das Display angeht, haben wir hier mit der AMOLED-Lösung zudem die deutlich ansprechendere und schönere Variante im Vergleich zur Fenix 7 Pro, weshalb ich, ähnlich wie im letzten Jahr, auch hier die Apex Pro vorziehe. All diese Punkte, die ich jetzt aber gerade angesprochen habe, wie die Robustheit, die Funktionsvielfalt und das Display, das kennen wir auch bereits von der Nicht-Pro-Version der Apex. Allzu viele Neuerungen gibt es jetzt aber, wenn wir mal ehrlich sind, im Vergleich zur letzten Version nicht. Also es macht schon Sinn, dass diese Uhr Apex Pro heißt und jetzt nicht zum Beispiel Apex 2 bzw. Apex 3. Genau genommen war nämlich die Apex, die im letzten Jahr rauskam, bereits die zweite Generation dieser Uhrenreihe. Die erste Generation der Apex ist schon vor vielen, vielen Jahren auf den Markt gekommen und hatte im Prinzip noch gar nicht so viel mit diesen Uhren hier zu tun. Also es macht schon Sinn, dass diese Uhr Apex Pro heißt und eben nicht das Nachfolgemodell der letztes Jahr erschienenen Apex ist. Größtenteils sprechen wir hier als Neuerungen jetzt also über die Taschenlampe, dann den neuen Widgets zum Hillscore und dem Ausdauerwert, den neuen Sportprofilen, den Wetteroverlays sowie auch dem Feature, dass wenn man den unteren rechten Knopf länger gedrückt hält, dass man dann zu den zuletzt genutzten Funktionen zurückspringen kann. All diese softwarebezogenen Dinge kommen allerdings per Update auch auf die normale Apex, also im Endeffekt bleibt eigentlich nur noch so wirklich die Taschenlampe übrig. Außerdem gibt es dann natürlich noch den neuen Pulssensor, aber den erwähne ich hier jetzt nicht wirklich, denn ja, es gibt zwar einen neuen Sensor, meiner Erfahrung zufolge ist das allerdings nicht wirklich ein Upgrade zum vorherigen Sensor. Ich persönlich kann natürlich nur für mich sprechen, aber ich hatte hier keine genaueren Ergebnisse als mit dem Elevate-Sensor der vierten Generation. Wenn du jetzt also bereits die normale Apex hast, dann lohnt sich das Upgrade zur Apex Pro meiner Meinung nach nicht wirklich. Wenn du allerdings noch gar keine Sportuhr hast oder vielleicht eine ältere Garmin-Uhr, dann versteh mich nicht falsch, ist die Apex Pro natürlich eine absolute Premium-Sportuhr, die dir alles bietet, was du dir wünschen könntest. Die Apex bzw. Apex Pro ist also auch weiterhin meine absolute Lieblingssportuhr. Ich würde nur einfach, wenn ich bereits die Apex hätte, nicht auf die Apex Pro upgraden. Eine Sache gibt es da allerdings noch, und zwar, dass es die Uhr jetzt in drei verschiedenen Größen gibt. Also falls dir die Apex letztes Jahr nicht zugesagt hat, da du sie zu groß findest, dann gibt es jetzt die Apex Pro eben auch für dich in der kleineren Variante. Und falls dir die Akkulaufzeit nicht ganz ausgereicht hat, dann gibt es jetzt eben die größere Variante, die nochmal eine etwas bessere Akkulaufzeit hat. Lass mich in den Kommentaren jetzt also gerne wissen, was du von der neuen Apex Pro hältst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würdest du mich und meine Arbeit hier sehr unterstützen, indem du diesem Video einen Daumen nach oben geben könntest. Und wenn du in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen willst, zum Beispiel kommt ja noch der Vergleich zwischen der Apex Pro und der Fenix 7 Pro, sowie vielen, vielen weiteren Sachen, dann solltest du auf jeden Fall noch schnell, einfach und kostenlos diesen Kanal abonnieren. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.